Die heutige schnelle Runde-Folge ist nur etwas für wahre Superstars. Ein Spiel, das ich auf keinen Fall alleine spielen kann. Deswegen habe ich mir Unterstützung geholt. Shadow Kyberwolf ist heute mit dabei. Hollere. Hallöchen. Und Kirby Hallo. ist auch mit dabei. Kirby. Ja, Kirby mit ganz vielen Spielen über den Super Nintendo Service. Wir werden heute mal in der schnellen Runde Kirby Superstar ein bisschen anspielen. Schön mal wieder einen Gast dabei zu haben. Willkommen. Ja, gerne, schön, dass ich dabei sein darf. So, bevor wir dann loslegen, erstmal noch die kleine Anfangssequenz. Je öfter Kirby auf dem Bildschirm ist, desto mehr Liebe wird an die Zuschauer verbreitet. Oh, Kirby! Kirby, 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 er ist wieder da. Kirby, 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 er ist heute der Star. Er hat viel mehr drauf, als ihr vielleicht glaubt. Kirby, Kirby, Kirby ist da. Bitte sag mir, dass du den Song kennst. Da, leider nicht. Aber there's trouble in Dreamland! Geht ja mal gar nicht klar. Wer kann King dafür Dedede. Verantwortlich sein? König Nickerchen, wie er damals im Deutschen hieß. Und seine Soldaten. Van Futter, ey. Geht ja gar nicht klar. Alles einfach gestohlen. Aber da kommt unser Held, der Kirby. Ja. Für eine Sekunde sah es aus, als wolle er in die Sonne springen, anstatt auf seinen Wurfstern. Ja, warum nicht? So, Kirby Superstar, oder wie es in Europa genannt wurde, Kirby's Fun Pack, ist ja so gesehen eine Sammlung aus mehreren Kirby-Spielen. Ich habe das hier auf der Switch noch gar nicht durchgespielt. Wir spielen heute einfach mal in den ersten Modus Spring Breeze rein, das mehr oder weniger eine Recreation von Kirby's Dream Land vom Game Boy ist, von dem ich vor kurzem erst ein fan-erstelltes Remake gespielt habe, was das Ganze nochmal im Game Boy Advance-Stil dargestellt hat. Und das kann man auch im Koop spielen und ja, deswegen habe ich ja heute dich mit dabei eingeladen. Denn mehr Kirby heißt mehr Kirby und mehr Kirby ist immer gut. Genau. Ja. Einfach mal ganz von vorne. Ist dies das erste Mal, dass du das Spiel spielst? Es ist eh egal, was man da antwortet. Sollen wir die Kopierfähigkeiten erklären? Nein, aber so oder so, das Spiel erklärt es trotzdem. Es ist, ja. Für Kirby braucht man, denke ich, kein allzu großes Tutorial. Man legt einfach los, wird von den Schmetterlingen massakriert und ja. Ich werde jetzt erstmal den Waddle-Doo schlucken, damit ich dich mal per Beschwörungstechnik herbeirufen kann. Welche Taste war das nochmal? Verdammt. Die A-Taste. Gunther. Nee, CP. Moment. Nee, warte, du müsstest den Helfer eigentlich... Genau, du bist jetzt Moment. Der Helfer. Ah, jetzt, Moment. Ah, jetzt, okay. Ich hab... Ja, okay. Ups. Mit der B-Taste ja. Springen, Y-Fähigkeiten einsetzen. Ups, scheiße. Ups, ah, das war Warpen, okay. Y okay. Für einen Beam, genau. Ja, hui, das arme Vögelchen. Stiervögelchen. Oh Gott, ey, die armen Tierchen. Oh nein. Tut mir schon leid. Wenn ich das Peter erzählen würde. Oh. Die haben doch sowieso schon immer was gegen Nintendo. Wir müssen das Feuer nicht noch mehr schüren. Das stimmt. Du kannst auch die Y-Taste gedrückt halten, um den Angriff ein bisschen aufzuladen, dann hat's mehr Wumms. Stimmt, da war was. Ups. Oh Gott, ich bin halb tot. Schön. Schön. Fängt doch gut an, ne? Nicht solange ich hier Hui. Bin. Hui. Ich werde meine. Nein! Entschuldige! Oh Gott sei Dank! Möchtest du die Bomben haben? Nee. Das würde dich aber nochmal vollkommen regenerieren. Ach so, ja dann. Ja, dann ist das natürlich was anderes. Yay, Poppy Brothers Junior Dingens. Dingens. Dingens, ja. Ups. Nahrung wird natürlich Mund zu Mund weitergereicht, weil... Keine ja, Ahnung, natürlich. Warum. Pff, warum auch nicht, ne? Ups. Okay. Oh, ich bin die ganze Zeit hier abdancen. Die Musik ist so toll. Ah, da kam der Bär einfach. Sollte doch mal ein bisschen schlechte Laune im Raum stehen, einfach irgendeinen x-beliebigen Kirby-Soundtrack auflegen, dann ja, legt sich das wieder in eine deutlich positivere Richtung. Das ist auch schon fast das Ende der ersten Stage. Natürlich wieder ist Wispy Woods der SN-Gegner. Was hat dieser arme baumlos Kirby getan? Ah, Mensch. Irgendwie kann er einem echt nur leid tun. Aua. Ach, das warst du, Scheiße. Wir können uns nicht gegenseitig okay. verletzen. Alles gut. Ah ja, dann. Das ist gut. Ja. Poppy Roswick so wie das fünfte Rad am Wagen. Ja. So, auf zu einem kleinen Angelausflug. Mit jemandem, der ja, sich nicht wirklich gedulden kann.
Au, ich wollte... Mag schön. Ups, ja. Genau, das war meine eigentliche Absicht. Da! Hadouken! Nee, das war... was gibt es für Street Fighter Trittattacken? Ich bin nicht im Bilde. Ich weiß es gerade tatsächlich auch nicht mehr. Oh. Shoryuken! Also das kenne ich zumindest. Ja. Au. Ich wollte doch sagen, hier ist eine Türe. Weißt du, nimm du das besser. Dir scheint es gerade nicht so gut zu gehen. Nimm den magischen Boxhandschuh, erhalte ich. Ey. Und mach dich zum Kämpfer. Ja, warum nicht? Stay cool. Ja. Ich mach gar nichts. Ich renne nur in der... Oh. So, jetzt kannst du gerne rennen. Ja. Du bist ja selber auch auf Twitch unterwegs und streamst das öfteren. Wenn du magst, erzähl einfach mal gerne, was du dort so... Naja, am Spielen bist. Ja, also immer mal wieder gerne, jetzt passend im Hintergrund die Insel, ne? Animal Crossing. Was für ein Zufall. Ja, also Animal Crossing ziemlich gerne, ziemlich oft. Immer mal wieder. Ja. Kirby wäre eigentlich auch mal wieder eine Idee. ja. Oh Gott, was tue ich? Ich will mich nicht dauernd... Ah! Ich meine, bei dir war auch noch vor nicht allzu langer Zeit Yoshi im Programm. Also hier, nimm die Eiskrone schnell! Moment, lauf doch dahin! Meine Güte, warum bin ich so langsam? Okay. Genau. Yoshi's Crafted World. Ups. Warum? Springen, okay. Ups. Also eben auch sehr viele Nintendo-Sachen an sich. Ja, genau. Einfach. Aha! Naja! Ja, genau. Das ist eigentlich eine gute Zusammenfassung. Gut, das halbe Spiel wäre damit schon beendet. Eine komplette Welt haben wir noch vor uns. Danach folgt nur noch Schloss DDD und der eigentliche Abschluss des ersten kleinen Minispiels. Ja, Spring Breeze oder wie es in der DS-Fassung heißt, Frische Brise. Und tschüss. Auf den Kopf. Ich würde tatsächlich irgendwann gerne ein Kirby-Spiel durchspielen, dann wirklich nur singen die ganze Zeit. Das wäre so ein schönes, so ein schöner Modus, den ich mal gerne machen will. Singen? Wie einfach muss ich denn mal das verstehen? Nur singen. Einfach das ganze Commentary über nur singen. Das Dauer. Wäre mir auch neu. Ja, warum nicht? Ja. Kirby-Musik lädt eh so sehr zum Singen ein, finde ich. Ups, scheiße. Ich, ja. Hier, schlüpf in die Haut des Waddle Doo und... Ja, genau. So. Ist eigentlich schon sehr creepy, wenn man so drüber nachdenkt, ne? Naja. Einiges ist in Kirby creepy, aber da wollen wir nicht so genau drauf eingehen. Ja, das stimmt. Komm schnell, ich rette dich! Keine Angst, der zweite Spieler kann nicht durch Abgründe sterben. Wie angestrengt, Kirby. Ist der ein Verwandter von Waddle Doo eigentlich? Weil der auch so ein Auge hat, der Cracko. Hm, guter Einwand. Ne? Irgendwie? Er spuckt die auch permanent aus. Hm. Wahrscheinlich wieder ein sehr ausführliches Detail in der Kirby-Lore. Die ist ja wirklich gigantisch und... Ja. Ups! Wo war ich denn? Oh, Moment. Oh, das, ja. Sing uns ein Lied, Nagi. Ich würde, aber ich kann leider mit Liedern keine Wände durchbrechen. Dankeschön. Okay. Dafür bin ich zuständig. Mit Hui. Ja. Oder schrei halt ins Megafon. Das passt auch. Wunderschön. Nur meine letzten beiden Einlagen sind Songs. Ja. Diesen Song habe ich nur für mein Publikum geschrieben. Oh. Okay. Also, da wisst ihr mal Bescheid.
Danke. Also wenn du Kirby gesungen aufnehmen möchtest, machst du das auch auf diese Art? Testo! Testo! Zeron, was? weiß ich nicht. So, wahrscheinlich nicht. Ein Geheimnis versteckt sich wie immer im Mond. Immer wenn es bei Kirby irgendeinen Mond im Hintergrund gibt, es lohnt sich mal genauer hinzuschauen. Häng dich ruhig ran, ich sorge dafür, dass wir beide genug kriegen. Ah, du bist grad. Warte. Ja. Wie komme ich denn. Moment, muss ich irgendwas drücken, damit ich. Ups, eigentlich nicht. Ja. Ah, jetzt. Hallo, what did you do? Es hat überhaupt keinen Sinn und Zweck, aber es sieht einfach lustig aus. Es sieht halt süß aus, ja. Du bist schneller als ich. Und oh, verdammt, hätte ich den, Hadouken. Hätte ich den. Okay. Vorsicht. Und weg. Mensch, hast du einen großen Hammer. Ohne Untertreibung die beste Waffe in Kirby. Hey, hallo Papa! ja, nee. Ups. Er ist nicht dein Vater, du bist in Wahrheit adoptiert. Genau wie all deine 200 Brüder, ihr seid alle adoptiert. Und ich bin tot, das ist viel schlimmer. Oh, Mensch. Da konnte man sehen, ich war mal wieder ein bisschen zu ungestüm. Ich fahr langsamer als du. Das ist nur, weil Kirby so fett ist. Okay. Aber so ein Waddle-Dee-Doo ist eigentlich auch nicht so klein. Also nicht so klein, was laber ich. Nicht so dünn oder so. Ah! Der ist ja von der, also von der. Oh. Ich bin durch die Tür gegangen. Hallo Kratos. Also vom. Ups. Ich wollte in die andere Richtung. Ach, verdammt nochmal. Das wollte ich nicht. Schön, schön. Nein, beweg dich! Danke. Ja, eigentlich ist das ja das Spiel für Anfänger und wir scheitern. Ja, total. Also ich merke schon. Sehr einfach und. Ah, ja, aber das ist ja immer, wenn man zu zweit spielt und mehr rumblödelt, als sich konzentriert. Ja, das stimmt. Autschi. Man spielt da nicht wirklich auf voller. Ach scheiße, ich hab. Na verdammt. Nimm das! Danke. Ah! Nimm das Ding! Waddle du? Aber ich wollte Waddle es. Die. Moment. Waddle du. Aua. Ich glaube, du kannst keine Waddle-Do-Fähigkeit nehmen, wenn du schon Waddle-Do bist. Ich dachte auch gerade, irgendwie sowas wird's sein. Nein! Warum? Autsch! Überlebe, Nagi! Überlebe! Nicht mit der Fähigkeit. Nicht Nein! Mit. Ich töte ihn für dich! Ich töte meinen Papa für dich! Oder meine Mama, wer weiß. Oh Gott, ich bin auch halb tot, weil ich jetzt so todesmutig mich ins Gefecht gestürzt habe. Noch gebe ich nicht. Nein! Ich kann nicht glauben, dass ich das überlebt habe. Verdammt nochmal! I believe I can fall. Ja. I believe I can touch the wall. Oder the floor. Schlag mir wunderschön das Gesicht auf. Ich kann dir leider keine Schlaffähigkeit geben, deswegen werde ich jetzt extra Bonkers besiegen, damit du einen Hammer haben kannst. Mensch. Na komm, mein Großer. Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Ja, ich glaube, der hat irgendwie gerade keine Lust. Der ist ein bisschen schüchtern heute. Ah, doch nicht. Also verglichen mit... Wo kommt der denn jetzt her? Keine Ahnung, der ist respawned, glaube ich. Also der ist hier nicht so vorhersehbar wie in späteren Kirby-Spielen. Ich kann nicht so genau sehen, wann er seine Kokosnüsse wirft. Okay, jetzt haben wir endlich mal wieder eine richtige Waffe. Du bist jetzt der Meister des Hammers, nutze ihn weise. Ich bin bonkers. Ich bin totally bonkers. Ja. Ja, genau. Lass einfach stehen, so. Okay, diesmal kämpfe ich nicht gegen meinen Vater. Vielleicht hat es mich die ganze Zeit zurückgehalten im Kampf. Weil ich gedacht habe, oh nee, gegen meinen Vater, nö. Ah, geh weg. Lauf. Aber in Kirby 64 hat man auch mal gesehen, wie Waddle Dee in einen Waddle Doo verwandelt wurde. Also kann das nicht nur rein an Kakko liegen. Oh Gott, dammit. Die Kirby-Lore, ich sag's ja. Schlag drauf!
Einfach ey, immer unter Druck. Man ist halt Bonkers echt als Bonkers nicht ganz so. Aber der gleicht das mit seiner riesen Kraft Beweglich. einfach aus. Ja, wenn ich ihn treffen würde, aber ich. Moment. Jetzt, Da! schlag! Aha! Ja! So, finito. Hier, nimm das schnell. Ich hab mich. Ich hätte mich fast geopfert, so. So, jetzt musst du dir auch keine Yay! Vorwürfe deswegen machen, dass du deinen Vater Yay! getötet hast. Ja! Super gut. Siehste, so kann man sich auch die Geschichte zurechtbiegen. Yay! Dann auf den Warpstern. Wir haben einen Tyrann, den wir besiegen müssen. Ja, auf geht's. Also ich bin hier nicht im Bild, aber. Aber im Gedanken der Zuschauer dabei. Genau, im Herzen. Da bin ich wieder. Ich habe mich nur versteckt. So. Wir haben in der Aua. Schlosshalle noch ein paar Fähigkeiten, die wir nehmen können. Weiß nicht, möchtest du vielleicht lieber Bomben oder etwas ganz anderes? Da hinten hätten wir noch. Noch ein Waddle-Doo. Ein Waddle-Dee. Wie wär's denn mit Waddle-Dee? Aua. Ups. Du hast Waddle-Dee gerade das sein Leben beendet. Warum? Weiß auch nicht, ich schäme mich ganz furchtbar. Ja, genau, gib mir die Bombe. Gib mir die Bombe. Ich will sterben. Nein. Aber Alles gut. vorher willst du dir Ist doch so sicher noch packhaft. ordentlich den Wanz vollschlagen. Deswegen, wir müssen Ja. das Essen von König Nickerchen zurückholen. Ungelogen, ich mag diesen dicken Diktatoren-Pinguin, das ist mein Lieblings-Kirby-Charakter. Schon super. Das Theme ist so toll. Und er hat im Nein! Kirby-Anime die Stimme von Mr. Krabs. Ui, okay. Oh, warte mal. Aua. Okay. Nimm Sprengstoff, damit lassen sich alle Probleme bewältigen. Okay, merken wir uns. Ja! Ich hab geholfen! Ja! Hallo, du hast mir die Fähigkeit gegeben. Ja. Das war super. Das war kampfentscheidend. Wir sind die Das Schloss Helden ist auch. von Dreamland. Das Schloss ist auch traurig. Aber alle freuen sich. Ah, Essen. Essen. Ich sehe hauptsächlich Möhren runterfallen. Ja, ne? Sehr gesund und so. Gut für die Augen, sagt man ja immer. Gott, wie schnell die Namen da durchgehen. Okay. Die Möhren für die Augen hat man auch gebraucht, sonst könnte man den Abspann nicht lesen. Ja, genau. Das ist der Grund. Und wie soll es auch anders sein, dem Sonnenuntergang entgegen, ne? Ah, das ist auch direkt das passende Ende. Würde ich sagen, wenn wir nicht noch zwei Minispiele hätten, die wir spielen können, um das Ganze auf eine etwas kompetitive Art ausklingen zu lassen. So, und das war auch nur der erste Teil von Kirbys spannendem Abenteuer. Jetzt aber ist Zeit für ein paar Minispielchen. Ich überlasse dir die Wahl. Zuerst Megaton Punch oder Samurai Kirby? Megaton Punch. Erstmal die Fäuste sprechen lassen. Solange es nicht Metaton Punch ist. Undertale und so. Ich wollte schon sagen. Allein mit der Erwähnung des Namens hast du gerade einen Ohrwurm in mir ausgelöst. Sehr gut, das mache ich doch gerne. Gern geschehen. So, du weißt noch, wie genau dieses Spielchen gespielt wird? Ja. Okay, ich muss jetzt hier. Ich weiß nicht, wie bei Verdammt. dir der Steuerungsdelay Shit. ist, bei mir ist er Verdammt verhältnismäßig groß. nochmal. Das war schlecht. Egal. Okay, Konzentration ist angesagt. Ja, es hätte besser sein können. Ach komm. Ja, knapp. Um 10 Punkte überholt. Achso, ich dachte, wir Ja. machen 3 Stück insgesamt. Oh. Achso, ich hab's falsch eingestellt. Ah, jetzt. Okay, das war, sagen wir, das war Training. Wir machen jetzt das richtige Genau, Entscheidungsmatch. genau. Erstmal nochmal die Mechaniken kennenlernen und so. Verdammt. Ach, shit.
Gott, war das schlecht. Okay, ich glaube, die Runde geht an dich. Noch ist aber nicht alle Tage Abend. Wir haben noch zwei Runden vor uns liegen. Alles klar, jetzt gebe ich mein Bestes. Pass auf. Pass nur auf. Verdammt. Der letzte war gut. Der hat es auch einigermaßen gerettet. Das Pendel war gut, aber der Rest... Nah. Oh, das wird knapp. Vielleicht sehr sogar... knapp. Oh, drei Punkte drüber. Zwei Punkte, ey. Wow. Shit. Ich glaube, diese Runde geht an dich. Keine Geduld für sowas. Wow, ein Boy. Okay. Wow, okay. Es kann eben niemand die Macht dieses rosa Edelknödels schlagen. Ja, das stimmt. Das ist halt... Manchmal muss man aber auch den scharfen Vatern spielen lassen. Oder in dem Fall die Klingen. Na dann. Samurai Kirby muss man auch nicht großartig erklären. Ein einfacher Reaktionstest. Man könnte auch fast sagen, ein Duell im Wilden Westen, nur in dem Fall eben mit Samurai. Auf geht's. Im wilden Japan. Asien. Im wilden Japan. Im wilden Japan, genau. Plupp. Mit dem Hammer einfach. Weißt du, er hat ein Schwert da und nimmt aber einen Hammer. Ja, weil das Schwert wäre zu grausam. Verdammt nochmal. Ja gut, das stimmt. Konzentration. Ja. Oh, ist schon vorbei. Da steht was auf Japanisch und ich kann es nicht lesen. Möchtest du es noch einmal probieren? Ja, natürlich. Okay, dann wird nicht auf mir sitzen. Genau, 13 Matches. Wir haben Zeit. Ja, warum nicht? Nein. Oh, du bist... Ich bin Koch. Du bist Koch. Das ist Koch Kawasaki. Ich beneide dich so sehr. Kawasaki ist mein Zweitlieblingscharakter. Ma, meine Pfanne ist schneller als dein Hammer. Verdammt, habe ich nicht noch andere Waffen in meinem Arsenal? Nein! Ich hätte besser keine Revanche gefordert. Tja. Siehst du mal. Was steht hier am Rand? Das könnte ich sogar fast lesen. Aber so gut ist mein Japanisch leider noch nicht. Bei Interesse gerne mal nach der Videobearbeitung nochmal reingucken. Es wäre auch für mich interessant, das mal zu erfahren. Ja, auf jeden Fall. Dryloff, vielleicht kannst du uns da helfen. Genau, Dryloff war ja letztes Mal als Gast dabei, als ich eine schnelle Runde zu Kirby hatte. Vielleicht kann er uns mit seiner unendlichen Weisheit weiterhelfen. Ja. Siehste? So schließt sich der Kreis. Und so endet auch diese schnelle Runde. Also Kiba, danke, dass du heute dabei gewesen bist. Ja, gerne. Danke für die Einladung, wie gesagt. War sehr lustig. Kirby geht immer. Und wenn ihr wollt, dann schaut gerne mal bei ihr vorbei. Also ich weiß ja nicht, wie dein Streamplan aussieht, aber du bist da, glaube ich, auch mehr spontan. Ja. Ja, aber eher am Wochenende, samstags, meistens ist samstags so der Streamtag. Ja. Alles klar, vorgemerkt auf meiner Planliste, dann sehen wir uns vielleicht mal wieder bei einer weiteren schnellen Runde. Also sei gerne mal wieder als Gast dabei. Gerne. Sehr gerne. Danke auch an die Zuschauer fürs dabei sein und lasst es euch gut gehen. Bleibt gesund und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Das hoffe ich auch. Ciao.